Hey, Hulim, da ist er wieder, eure Katrin. Und jetzt steht wieder ein Collector-Modell auf dem Review-Tisch, ein Deluxe-Modell im Maßstab 1 zu 20. Und zwar Lisovicia Bojani, ein wirklich richtiges Urvieh. Der Name, der passt da so richtig schön. Ja, ein Tier aus der späten Trias, gefunden in Polen. Also, das Tier lebt in Polen und so daher auch der Name Lisovicia. Ist auch ein ziemlich schwerer Brocken, also wiegt ein halbes Kilo. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, den mal auf eine Briefwaage zu stellen, ja, weil das Figürchen da so unfassbar schwer ist. Und von der Größe her ist er ca. 20 cm lang und an der höchsten Stelle etwa 11 cm hoch. Hat einen beweglichen Unterkiefer, wie so viele andere Deluxe-Modelle von Collector auch. Da kommen wir dann später dazu. Doch bevor wir uns das Modell aus der Nähe anschauen, gibt es erstmal die Fakten rund um das Tier. Lisovicia ist eine ausgestorbene Gattung von riesigen Dicynodont-Synapsiden, die während der späten Trias im heutigen Polen lebten. Lisovicia ist der größte bekannte Dicynodont sowie das größte Nicht-Säugetier-Synapsid und hat schätzungsweise ein Gewicht zwischen 5 und 6 Tonnen. Vergleichbar mit modernen Elefanten. Lisovicia war auch einer der letzten Dicynodonten, die kurz vor ihrem Aussterben am Ende der Trias lebten. Fossilien eines riesigen Dicynodont waren seit 2008 aus Polen bekannt, aber Lisovicia wurde Ende 2018 zum ersten Mal offiziell als neue Art beschrieben. Er war ein sehr schwer gebauter Vierbeiner mit einem rundlichen, tonnenförmigen Körper, einem großen Kopf mit Schnabelkiefern und einem kurzen Hals, stämmigen Gliedmaßen und einem sehr kurzen Schwanz. Skelettfunde weisen bisher nur unvollständige Überreste hin. Dennoch geht man davon aus, dass Lisovicia ein sehr großes Tier gewesen sein muss, von einer Länge etwa 4,5 Meter und einer Hüfthöhe von ca. 2 Metern. Und er scheint ein Pflanzenfresser gewesen zu sein, der sich wohl hauptsächlich von weicher Pflanzenkost ernährt hat. Aber es wurden auch Koprolithen gefunden, die Holzreste aufwiesen. Also hat er wahrscheinlich auch an Rinden genagt, wie auch immer. Und ich freue mich außerordentlich, dass Collector hier auch mal wieder ein Tier aus der Trias präsentiert. Ich persönlich kannte dieses Tier vorher noch nicht, ja. Ja, nun freue ich mich, dieses außergewöhnliche Stückchen in meiner Sammlung zu haben. Und jetzt schauen wir uns das Prachtstück mal aus der Nähe an. Irgendwie alle Deluxe-Modelle kommen diese Figuren ja auch immer noch mit so einem schönen Kärtchen daher, wo der Lisovicia zum Beispiel noch schön abgebildet ist. Man kann es dann öffnen, dann steht auch noch ein bisschen was zum Tier selbst, aber alles nur in Englisch. Wann der genau lebte, ja, also vor 210 bis 205 Millionen Jahren, existierte scheinbar nicht lange auf diesem Planeten und starb relativ schnell wieder aus. Und da ist das gute Stück auch schon aus der nahen Sicht. Und ich liebe diese schwarz glänzenden Augen, die dieses, ja, Urvieh bekommen hat. Also hier ein wirklich massiver Schädel mit einer extremen Stirnwulst, der ausgeprägte Schnabel mit dem beweglichen Kiefer, der sich etwa so weit öffnen lässt. Sehen wir mal gleich das Maulinnere. Ein Schlund hat er nicht. Zunge, Zähne oder so sind nicht zu sehen. Gewaltige Hauer hier an den Seiten. Die Darstellung der Haut ist eher so ledernen Charakters. Ja, und hier unten ist dann etwas robuster, sagen wir mal, ja, etwas schuppiger. Erinnert entfernt auch irgendwo an ein Nilpferd oder so, ja. Das Gehörloch. So wirkt er etwas pausbäckig. Ja, der erwähnte kurze, aber sehr markante Hals. Hat hier noch diese schönen Punkte bekommen, das finde ich ganz toll. Ja, ist wirklich eine nette Idee.
Dann haben wir hier die massive Flanke, ne, und einen ausladenden Bauch. Schöne Hautfalten hier, also da wurde richtig Zeit und Arbeit investiert in dieses Teil. Ne? Ja, die Füße. Man sieht 5 Zehen, Vorderextremitäten. Die andere Seite. Was für ein tolles Modell. Hier sieht man noch, wie der Unterkiefer da angefügt wurde. Ne? Halswarme und so weiter. Das Verbindungsstück. Massive Schulter. Hier, der Übergang ist hier meiner Meinung nach etwas missglückt. Ja, es sieht etwas seltsam aus, aber trotzdem, es ist ein traumhaftes Modell, wie ich finde. Sehr fleischig hier alles, das ist super. Ja, wird hier selber in so einem grau-braun-beige gezeigt, so ein Farbmix. Da drauf diese braunen Flecken, die er da bekommen hat, die zweifarbig sind. Ne? Also wir haben hier so milchkaffeefarbene und dunkelbraune Flecken. Vielleicht sieht man das hier so in der Kamera. Na, das sieht auch schon zweifarbig sind. Die sind ein bisschen dunkler als die da. Und das zieht sich über den gesamten Körper. Was ein bisschen störend ist, sind diese weißen, ja, wie mit Drybrushing aufgetragenen Pünktchen hier. Ja, das sieht aus, als wenn das Teil schimmelt. Das hätte man weglassen können. Das ist kein Zugewinn für diese Figur. Im Gegenteil, sieht er noch merkwürdig aus. Ja. Hätte man besser weggelassen oder anders gestalten sollen. Ja, dann sind wir auch schon beim Hinterteil. Hier sieht man es nochmal, diese seltsame Graufärbung hier, ja, die so aufgetragen wurde. Sieht aus wie Schimmel. Ja, hier nochmal diese schönen netten Punkte. Ja, ein fleischiges Hinterteil mit dem kurzen Schwanz und die Hinterbeine. So, dann haben wir schon das Hinterteil. Sieht wirklich aus wie bei einem Nilpferd oder so. Ne? Die andere Seite. Hier der Übergang sieht etwas merkwürdig aus. Vielleicht wurde sich hier auch an den Gliedmaßen auch so ein bisschen an einem Nilpferd orientiert, so habe ich den Eindruck. Finde ich nicht schlecht. Ah, hier so eine schöne überstehende Hautfalte. Das finde ich klasse, das gefällt mir, das ist schön. Ja. Ausladende Flanke, auch hier wieder. Ja. Viele Kerben in der Haut. Und hier nochmal Schulterblatt und Vorderbein. Hier so die Unterschenkel, Unterarme und wie man es nennen möchte, ja, sind hier auch noch mal etwas dunkler abgesetzt. Dann schauen wir uns die Unterseite an. Ja, ein massiver Kiefer. Auch die Unterseiten der Füße sind etwas modelliert, ne? Die Zehen und so, Ballen. Und hier haben wir es natürlich auch mit einem aktuellen Modell zu tun. Hier ja. Nochmal der Name des Tieres, ne? Lisovitia Bojani. Ja, ein paar Falten hier unten. Eine relativ schmale Brust. Und die Füße von der Unterseite, die sind eher schlicht gemacht. Sicht von oben, schön vom Rückgrat. Ein relativ schlankes Tier, wer weiß, also vielleicht hatten die auch ausladende Körper gehabt. Ja, und dann nochmal der keilförmige Kopf von oben. Ja, und da haben wir Lisovitia einmal direkt von vorn, einmal von der Rückansicht. Die Ansicht von oben, schon ziemlich massives Teil, und die Ansicht von unten.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon, das Review zum niegelnagelneuen Liso Vizier aus der Deluxe-Reihe von Collector im Maßstab 1 zu 20. Den Link zu diesem Modell findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, wenn ihr den noch nicht in eurer Sammlung habt. Unbedingte Kaufempfehlung, ja. Und gerade triassische Urzeittiere findet man auf dem Modellmarkt auch eher weniger und wenn dann meistens eher im höherpreisigen Segment. Hier haben wir aber mal endlich ein wunderschönes Exemplar und auch noch ein großes Modell eines triassischen Tieres. Tja, ihr Lieben, das war's auch schon. Ich klinke mich wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!